So, da bin ich neugierig, was uns in den Pilzwäldern erwartet. Kurz auf die Map schauen. Es wird eher angezeigt, wo wir hin müssen. Oh, da sind sie schon, die Maulwurfwesen. Aber man sieht schon deutlich, dass wir viel mehr aushalten. Okay, Level up. Stufe 10 sind wir jetzt. Leder und Knochen. Knochen. Leder. Schauen wir nur kurz, was wir da aufstufen können. 3 Punkte haben wir jetzt gekriegt. Wir kriegen dann 20% mehr Erfahrung. Mehr Chance, Beute zu bekommen. Okay. Okay. Aber ich würde sagen, nehmen wir mal das mit der mehr Erfahrung, da steigen wir schneller auf. Wie ist denn überhaupt dieser Baum freigeschalten? So, wir haben 2 Punkte bekommen. So, was nehmen wir denn da? Vielleicht höhere Gesundheitsregeneration und mehr Grit. Mehr haben wir eh nicht. So, jetzt tun wir noch die restlichen Viecher durchsuchen. Der hat nichts. Chemische Komponente. Aber die Rüstung hat schon vollbracht. Man hat gesehen, wie langsam wir untergegangen sind. Vom Schaden her. So. Da müssen wir ein bisschen umschauen. Da ist nichts. Von dort sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen da die Höhle runter. Und da durch die Tür. Wir warten schon den nächsten Überraschungsangriff. Leider nicht, wenn wir denen Sand in die Augen geben. Alleine ist ja eh nicht so das Problem. Da vielleicht. Okay, trotzdem.
Okay, da kommt schon der nächste wieder. Schnauze, du Penner. Und der nächste. Das hört ja hier gar nicht auf. Eigentlich alle haben. Der Innocent ist leider einer, der sehr oft down geht. Wie ist er denn jetzt? Halt nichts raus. Okay, da ist nichts mehr. Haben alle nichts. Ist noch was, habe ich gesehen. Vielleicht können wir Munition auch mal herstellen, das wäre irgendwie was Gutes. Munition herstellen. Okay, da brauche ich viel Hardware. Super, das kenne ich mir aus. Bams. So. Jetzt auch erledigt. Tauchen ja auf wie. Aus dem gar nichts kommen die raus. So. So. Da haben wir alles durchsucht. Das heißt, wir können nur mehr in diese Richtung gehen. Da ist wieder eine Tür. Da warten schon die nächsten wieder auf uns. Aber die kämpfen jetzt gerade gegen die Hunde auch. Ja, mal schauen, dass wir den Kampf nicht stören. Echt ein Pfosten. Hält sich mit dem Hund an. So. Jetzt können wir wenigstens zu zweit auf ihn losgehen. Wahrscheinlich ein Wachhund, der abkommandiert worden ist, damit er da aufpasst. So. Viel Schrott. Und da ist schon die nächste Tür wieder. Treffer.
So, das sollte man auch gleich haben. Super. Animation beim Hinlegen ist jetzt nicht so optimal gelungen im Spiel. Es wirkt so, oh, ich leg mich hin. Bin tot. Aber sonst gefällt mir das Spiel schon sehr gut, muss ich schon zugeben. Legierung, Metallschrott, glaube ich, war das. So, da kommen wir wieder zurück wahrscheinlich. So, Wasser ist geholt. Jetzt müssen wir da wieder abhauen. Interessantes ist. Explosive Falle und Hardware. So können wir wieder zurück. EP haben wir dafür gekriegt. Yes. Come on, let's go. Schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Da geht es wieder ganz zurück. Wieder ins Lager 19 zurück. Viele Nebenquests auch. Aber da jemals einen Hundedoktor finden oder so. Die Teile haben wir auch noch nicht alle gefunden. Ist eigentlich da oben eingezeichnet. Jay. Vielleicht kann der uns weiterhelfen, dass er vielleicht uns den so einen Hundedoktor bringt. So, looks like you wanted to put that theory to the test. Bob told me. Don't sweat it. Only thing I want is to get out. I've tried, I failed, but I was on my own. So give, what's the plan? I suppose you might be useful. I'm making sure we got enough water for the trip, and another prisoner's looking to see how we can get around the train's electrical security. We're gonna be leaving by train, after creating a diversion just before, of course, with the help of the mutants, for example. Damn, you've pretty much thought of everything. All right, if I can help, you let me know. Hey Roy, what can I do for you? I knew a mole queen that looked happier than you do. What's up? I tried several times to get out of this hole. Lost my nerve after the last attempt. They took my lucky charm away from me. Seeing as you're still here, you sure it was really that lucky? Hell yeah. I'd be dead 100 times over without it. One of the guards took it, son of a bitch. As if he needed it. Without it, I don't even know which way to spit. I'll see what I can do, but I can't promise anything. Okay, Glücksbringer zurückbringen. Hey Roy, what can I do for you? Ganz wichtig.
Actually, I just wanted some information. Okay, I knew it. What gives? That's it for now. Okay. Können wir auch noch wegen Glücksbringer schauen. Ja, jetzt gehe ich erst wieder falsch. Siehst du, dass es so viele verwinkelte Wege gibt. Ist abgeschlossen. What do you want? Seems you've got Jay's lucky charm. I'd like to get it off you. Ah, really? Well, I don't know what you're talking about, but even if I did, I don't see why I should give it to you. I'm sure we could find a way to refresh your memory. You threatening me, a guard? You want us to shove you out in the sun? Get this through your skull, idiot. I'm keeping the thing, and you can't do a damn thing about it. All right, relax. There's gotta be something you'll take in exchange, right? Ah, an exchange, huh? Wow. Okay, listen. If you can find me another picture of a girl, all of her, preferably, and, without too much on, I'll give you the lucky charm. Huh, I get the picture, yeah. Someone's feeling lonely. You think. Apart from the Technomancer's apprentice, I haven't seen a woman in over 2 years. My only company is my dog, and that's not the same. Yeah, I hope not. Yeah, that's not what I meant. I just want something to keep my eyes away from that Technomancer's ass before her master sees me and burns my eyes out. Or something like that. I get the point. I'll try to get one for you. Okay, das Bild einer Frau finden, damit er nicht zu notgeil ist. What can I do for you, prisoner? See ya. Hey, just as nothing. Wir werden uns immer irgendwas sagen, aber geht nicht fertig. So. Hey, Roy. Yeah? Hey, sorry. I didn't introduce myself last time. The name's Prowess. So, tell me. You know your way around? I got a deal for you. Yeah, and? I want to make something, but I don't actually know how to make it, or where to find the parts. Not very promising, then. Yeah. But at least I know where to find the manufacturing diagram. And where would that be? In the armory. Oh, great. Even better. Oh, come on. You don't look like the kind of guy who gives up like that. And it's a diagram of what exactly? A weapon, of course. The exploding type, to be precise. And if you could get a hold of this plan, we just need the parts to make it. So you in? I don't like where this is headed. I don't like that guy either. So you let the kid decide for you? Come on, make up your mind. Oh, ich kann gutes Gefühl dabei. Seems a bit too half-ass. Sorry, but count me out. You gutless? I'm disappointed. Anyway, my offer still holds. If you change your mind, think about it. Fast.
Yeah, well, we'll see. Later. Yes? Come on. So. Jetzt gehen wir zu den Mutanten. Nee, geht's wirklich mies. What do you want with me, man? I held up my end of the deal. Here are your tools. Thank you, man. We will respect our agreement. You have aided our cause, and we will aid yours by waiting for your signal. Perfect. Continue to get ready. Won't be long. When everything on our side's in place, I'll let you know and you can start your riot. I would never have thought of organizing a dust revolt. I never gave them a second thought. I didn't realize they had a sense of injustice like ours. Whatever you think of them, you gotta remember that even a dog can turn on its master. And the dusts are a lot closer to us. I see that now. I never even bothered to try to talk to one before. I feel kind of ashamed. Super. Ich glaube, jetzt haben wir wieder Level abgekriegt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Mit einem Punkt reißen wir aber noch nichts. Irgendwas Neues haben wir gekriegt. Malwurfsknopf. Kann man das noch besser. Challenge schon. Was hat denn der für einen Vorteil? Kann man die Leuchte auch noch einmal verbessern? Frage. Schaut sich irgendwie sehr mickrig aus. Der Malwurfsknochen. Dann werde ich den eher verarbeiten. Ja, es haut schon ordentlich rein, das Ding. Wir können es verkaufen. Oder auch entwerten. Recyceln, besser gesagt. Schau mal, ob ich den Griff auch noch mal verbessern kann. Ja. Ich glaube, das war schon. Verdammt, ich habe den Anzug gar nicht angezogen gehabt. Jetzt haben wir erst ausgerüstet. Nicht besonders gescheit. Schauen wir mal so im Block drinnen. Aber wir haben noch die ganzen Nebenaufgaben zu machen. Da werden wir noch ein bisschen rumschauen, würde ich sagen.
Oder vielleicht haben wir ja das Frauenbild schon im Inventar gehabt. Schauen wir nochmal zu der einen Girl hin. Vielleicht kann man denen so irgendwie helfen.